So, bei dieser Aufgabe geht es jetzt um die kollikativen Eigenschaften. Ich befasse mich mit dem Aufgabentyp A und Ziel ist es, die Konzentration der Saccharose in der Limonade zu berechnen. Dabei gibt es einen entscheidenden Trick, und zwar, dass die Molarität B gleich der Molarität C ist. So, hier unten steht schon die Gleichung, die wir verwenden müssen. Ich schreibe nochmal gerade separat auf. So, da es sich hier um eine ideale Lösung handelt, das steht hier, ist der Van't-Hoff-Faktor gleich 1. So, wenn wir jetzt wollen wir in erster Linie B berechnen, dann stellt man die Gleichung einmal um. Mit der rechnen. So, ich habe mir noch notiert, um sich bewusst zu machen, was jetzt B, also die Molalität, eigentlich ist. Das ist einmal die Stoffmenge durch die Masse vom Lösungsmittel. Also die Stoffmenge vom gelösten Stoff durch die Masse vom Lösungsmittel. Und dieser Zahlenwert soll gleich der Konzentration sein, also der Molarität. Und die ist definiert als die Stoffmenge vom gelösten Stoff durch das Volumen. So, betrachten wir jetzt einmal die Temperaturerniedrigung, das heißt dieses Delta Fusion. Und zwar, wir haben vorher, also als Ausgangszustand, beziehungsweise betrachten wir als erstes hier den Endzustand, diese minus 1 Grad Celsius, das ist umgerechnet in Kelvin 272,15 Kelvin. Und der Ausgangszustand vom normalen Wasser gefriert halt bei 0 Grad Celsius. Das wären 273,15 Kelvin. Und somit haben wir eine Differenz von minus 1 Kelvin. So, jetzt haben wir eigentlich alle Werte, die wir brauchen, um B auszurechnen. Das setzt man jetzt in die Gleichung ein. Also die kryoskopische Konstante von Wasser, die ist bereits gegeben, die steht hier unten. Die kann man jetzt einfach nur übernehmen. Und dann der Van't-Hoff-Faktor, den hat er gesagt, der ist gleich 1. Und dann kommt dann der Zahlenwert. 0,537 Mol pro Kilogramm heraus. Und dieser Zahlenwert, beziehungsweise das soll ja gleich der Konzentration sein. Somit haben wir für die Konzentration 0,537 Mol pro Liter.